Willkommen wieder bei Nette Leid zum zweiten Teil mit unserem Gespräch mit Herrn Josef Jilek von Humaninvest. Es geht ums liebe Geld, der Erfindung der Phönizier, und Sie sind Vermögensberater, Herr Jilek. Sie haben uns schon im ersten Teil sehr viel Wertvolles erzählt. Ich sage noch einmal willkommen. Danke für die neuerliche Einladung. Ich sehe, das Interesse ist da. Ja, wir haben auch sehr viele Zuschriften bekommen und Leute, die sich erkundigt haben, und man merkt, das Thema ist etwas, was die Menschen bewegt, gerade in Zeiten der Unsicherheit. Wir haben Corona hinter uns, wir haben hohe Inflation hinter uns, jetzt gibt es auch wieder Zinsen bei den Banken, aber wir haben auch Kriege. Menschen werden verunsichert. Wenn sie im Fernseher aufdrehen, sehen sie irgendwo schreckliche Bilder von Kriegen in der Ukraine, in Gaza, in Afrika, wo immer auch. Und das ist nicht gerade, oder ich würde sogar sagen, das ist eigentlich Gift für alle Anlageformen oder für fast alle Anlageformen. Wie sehen Sie das? Also grundsätzlich mal ist Geld natürlich ein Thema für Stunden, und es gibt kaum ein Thema, wo die Menschen so verunsichert sind und so verunsichert werden, auch durch die Medien, wie alles rund um Geld. Und in Zeiten wie diesen ist es natürlich wichtig, sage jetzt einmal, ein bisschen was an der Seite zu haben. Und da rede ich noch gar nicht von Vermögensaufbau fürs Alter oder solche Dinge, sondern ich rede einfach von die eiserne Reserve. Genau, so wie mein Opa immer gesagt hat, du musst die nächsten drei Mieten im Nordkastel liegen haben, weil man weiß richtig, nicht, was passiert. Ne? Richtig, die nächsten drei Mieten. Also drei Monate ist eine gute Zeit. Ja. Wer die Fixkosten von, sage ich mal, 2 bis 6 Monaten, aber 3 Monate ist eine gute Zeit, an der Seite hat. An der Seite muss nicht das Nordkastel sein, aber in einer Form, auf die er relativ schnell zugreifen kann. Also nicht unbedingt zum Beispiel das Sparbuch, weil wenn die Banken aus irgendeinem Grund dicht machen die nächsten 3 Tage, dann kommt dann sein Geld nicht heran, und wenn die Bankomaten keins mehr ausspucken, siehe Zypern vor einigen Jahren, oder nur 100 Euro in der Woche oder solche Dinge, ist nichts. Da bewähren sich natürlich Edelmetalle, also Gold und Silber, in Münzenform. Bitte nicht in Barrenform. Wenn Sie nämlich einen schönen Barren haben und seien es auch nur 100 Gramm, es muss kein Kilo sein. Wenn Sie ins Waldviertel fahren zum Bauern oder auch beim Biller, damit zahlen wollen, brauchen Sie einen Spargelschäler. Damit Sie nämlich was runterkratzen können vom Barren. Na, weil auf den ganzen Barren wird Ihnen niemand das Wechselgeld herausgeben. Sie brauchen also kleine Stücke. Oder in einer Hyperinflation wäre das Wechselgeld am nächsten Tag dann wahrscheinlich die Hälfte wert. Dann, das ist wieder was anderes, ne? Aber gescheit ist also Münzen. Sinnvoller ist Münzen, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Das haben wir in Österreich gut aufgestellt mit dem Philharmoniker. Den Philharmoniker gibt es in Gold und in Silber. Auch da haben wir schon wieder dieses Wechselgeldproblem, weil ein 1 Unzen Philharmoniker kostet 2.300 oder so irgendwas im Moment, da wird es mit dem Retourgeld auch ein bisschen eng sein. Da wäre ein großer Billa-Einkauf angesagt. Weil da räumen sie die Kasse aus, vor allem wenn es in der Früh ist, wenn noch nicht viel drin ist. Ne? Aber ein Silberphilharmoniker, der kostet 32, 33 Euro, das ist Bargeld. Man kann natürlich auch kleine Münzen nehmen, ja. Sie können ja auch beim goldenen Philharmoniker Halbunzen nehmen, Zehntelunzen nehmen, aber da kaufen sie sehr teuer. Genau. Weil die Prägekosten sind immer die gleichen, ob sie so eine Münze prägen oder so eine, die Prägekosten sind immer gleich, darum kosten 10 Zehntel Philharmoniker viel, viel mehr als ein 1 Unzen Philharmoniker. Jetzt wollen wir den Leuten. Also halt daher Silber. Ja. Sind wir aber schon wieder beim Diversifizieren. Ich muss ja nicht alles in Gold haben. Ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Wenn es um viel Geld geht, ein bisschen Edelsteine. Sind schon in 3 Risikokategorien drinnen. Jetzt wollen wir den Leuten ja keine Angst machen und sagen, es überhaupt könnte morgen nicht passieren. Überhaupt aber nicht. Es sind durchaus Szenarien, die möglich sind. Es sind Szenarien, die möglich sind, die Sie beschrieben haben, auf die man vielleicht vorbereitet sein kann, ähnlich wie mit dem Feuerlöscher in der Wohnung. Man sagt, man hofft, dass nie im Leben man dazu greifen wird, aber
es ist schön oder beruhigend, wenn man bei der Hausfass, bei der Autoversicherung. Ja, oder der Airbag im Auto. Wir hoffen, dass wir den nie brauchen, dass sich der nie aufblasen wird müssen. Ne? Aber man muss vorbereitet sein. Aber es ist natürlich das gesamte Finanzbusiness hart und vielleicht haben wir da auch eine Analogie mit dem Boxring hinter uns. Und da geht es ja auch mitunter hart zu. Obwohl, wie Sie schon richtig bemerkt haben, es heißt Boxring, aber der ist ja quadratisch. Ich habe noch nie einen quadratischen Ring gesehen. Eben. Aber es heißt halt so, ich denke, es kommt aus dem Englischen. Ja. Im Englischen heißt alles Ring, auch die Zirkusmanege heißt in Amerika Ring und der Boxring heißt eben auch Ring und das war's. Und das ist ein gutes Stichwort für unsere Zuschauer jetzt, denn wir haben ein ganz besonderes Schmankerl noch anzubieten mit dem Herrn Jilek, dem Vermögensberater, wenn wir von der Manege sprechen. Sie haben nämlich eine Erfahrung mit dem Zirkus. Sie waren früher auch im Zirkus. Und Sie haben mir erzählt, Sie sind mit Elefanten durch Wien gegangen oder auch durch Städte. Ja. Vielleicht können Sie uns da erzählen, wie sind Sie dort hingekommen? Hingekommen bin ich mit dem Auto. Aber ich war von Kindheit an ein Zirkusfan und habe mich also immer mit Zirkus beschäftigt und so richtig. Und war also eines Tages, kannte ich dann schon alle kleinen Familienunternehmen in Österreich. Es gibt ja nicht nur die bekannten großen Unternehmen, es gibt ja auch viele, viele, auch heute noch viele kleine Unternehmen. Und dort kann man auch, die sind froh, wenn man mitarbeitet. Und ich habe Urlaube mit dem Wohnwagen irgendwo in Europa bei Zirkussen verbracht, die sich eigentlich freuen, wenn man kommt. Naja, und dann ist man im Mittun und dann hatte ich die Freude oder den Zufall, den Bernhard Baul kennenzulernen vom Roncalli, der damals gerade den großen Streit mit André Heller hatte und ziemlich Neger, wie das bei uns so schön heißt, in Wien gestrandet ist und begonnen hat, wieder auf die Füße zu kommen. Und damals habe ich ihn also lange Zeit begleiten dürfen und habe also viele Freunde unter den Artisten gefunden, Und da kommt also mein Zirkus her. Und wie sind Sie dann zu den Elefanten gekommen? Na, das ist automatisch. Du fährst nach Deutschland zu einem Zirkus, der gerade in einer Stadt ankommt, meldest dich beim Pressechef. Also ich habe damals für zwei Zeitungen, für so Fan-Zeitungen geschrieben, meldest dich beim Pressechef und dort stand gerade der Zirkusdirektor und der sagt, das ist gut, aber jetzt habe ich keine Zeit. Gingen sie mit dem da mit, wir gingen gerade durch die Stadt, wir ziehen mit den Elefanten. Und plötzlich habe ich ein Elefantenohr in der Hand gehabt und bin durch die Stadt gegangen. Aber die Elefanten sind pflegeleicht, die kennen sich in den meisten Städten ohnehin aus. Ja, kennen schon ihre Wege. Die wissen, wo der Platz ist, die wissen, wo der Bahnhof ist, das ist unglaublich. So haben Sie sofort Freundschaft geschlossen mit den Elefanten? Auch mit Elefanten, also bis hin zu wirklich Freundschaft. Ich kannte also dann im Laufe der Zeit auch Elefanten wirklich persönlich und die mich, die erkennen dich an der Stimme. Wenn du draußen vor dem Stallzelt sprichst, hörst du drinnen Reaktionen von Elefanten, die auf deine Stimme reagieren. Also das ist unglaublich. Und gibt es etwas aus der Zeit im Zirkus, das Sie für Ihre Profession als Vermögensverwalter und als Vermögensberater mitnehmen konnten? Also ich habe bei Artisten und natürlich auch bei Tieren gelernt, das Wichtigste in Beziehungen ist Vertrauen. Es gibt wirklich nichts Wichtigeres als Vertrauen. Wenn jemand das erste Mal zu mir kommt, oder ich zu ihm, wie auch immer, dann funktioniert es entweder oder wir wissen beide oder einer von beiden weiß mit dem anderen. Der kann nur so kompetent sein, eigentlich will ich mit dem nicht. Und das ist ja durchaus umgekehrt. Also ich war mit der Zeit so weit, dass ich bei Erstkontakten genau gewusst habe, mit dem wird es nur Ärger geben. Im ersten Gespräch. Also der wird mich bei jeder Kleinigkeit wird er mich anrufen, der wird alles hinterfragen. Wenn es runtergeht, wird er sagen, wozu habe ich sie? Wenn es raufgeht, wird er sagen, eigentlich brauche ich sie gar nicht, weil es geht eh von selber rauf. Also nur Ärger. Und das hat sich immer bewahrheitet. Also was ich im Zirkus gelernt habe, ist das bedingungslose Vertrauen, dass man gewinnen muss oder es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert in Einzelfällen.
Ich meine, wenn ich heute Versicherungen verkaufe, also eine werde ich schon abschließen. Dann kommt er halt nicht mehr zu mir. Das wird dann keine Freundschaft fürs Leben. Das geht beim Geld nicht. Vertrauen ist sicher das Um und Auf, vor allem wenn es um Geld geht, wenn es um Vermögen geht. Wir haben ja schon besprochen, was denn so sichere Anlagen sind. Unlängst habe ich einen Mann reden gehört, der ein Buch geschrieben hat über Bitcoin. Und der hat behauptet, ja, das sei wohl das Sicherste, denn es gibt ja nur 21 Millionen Stück, mehr darf es nie geben. Und im Gegensatz zu Gold ist Bitcoin limitiert, wohingegen man Gold ja abbauen kann. Man schätzt, wie viel noch unter der Erde oder in den Bergen liegt, aber es vermehrt sich ja doch, wohingegen Bitcoin limitiert ist mit 21 Millionen. Ja, genau so ist es nicht. Na, auch Gold ist limitiert. Also es gibt Schätzungen, wie viel Gold es noch sinnvoll abzubauen gibt. Also wo es sich noch lohnt. Wo es sich noch lohnt, es abzubauen, das ist genauso limitiert. Nur zum Unterschied zu Gold, das ein Wertaufbewahrungsmittel ist und das noch nie in der Geschichte wirklich wertlos war. Niemals, nie. 6000 Jahre, glaube ich, blicken wir zurück auf die ersten Aufzeichnungen, wo wir von Gold als Wertaufbewahrungsmittel sprechen können. Es gibt den berühmten Vergleich zu Im alten Rom konnten sie für eine Unze Gold eine elegante Tunika und schöne Sandalen kaufen. Naja, eine Unze Gold sind 2000 Euro heute. Na, da kriegen sie einen schönen Maßanzug und ordentliche Schuhe. Also verliert auch an Wert nicht. Im Gegensatz zum Dollar zum Beispiel, der seit 1971, Sie wissen, das war die Aufgabe der Goldbindung des Dollar, hat da weit über 90% an Kaufkraft verloren in Relation zum Gold. So, sind wir bei Bitcoin? Richtig, ist limitiert. Von Sicherheit ist keine Rede. Inzwischen wissen wir also von großen Diebstählen und anderen Gaunereien an Bitcoin-Börsen und Ähnliches. Also die Sicherheit hängt davon ab, dass wir Strom haben, bitte. Wenn das Stromnetz in irgendeiner Krise zusammenbricht, nutzt man mein ganze Bitcoin-Wallet nichts, weil das war's. Ich kann es ja nicht aktivieren. Ich kann es nicht aktivieren, ich kann damit nichts tun. Als Zahlungsmittel ist auch nur sehr beschränkt tauglich. Sehr wenige Geschäfte nehmen Bitcoin an Geld statt, sozusagen. Aber Ich wäre ganz am Anfang, wie es Bitcoin um 50 Cent oder so gab oder um einen Dollar gab, dabei gewesen. Ich glaube auch, also damals war ich verunsichert oder feig oder was auch immer und habe gesagt, na, also Bitcoin, na, das neumodische Zeug, das ist nichts für mich. Inzwischen wäre ich reich. Also ich weiß von jungen Leuten, die mit schäbigstem Outfit zum Beispiel zu einem befreundeten Edelsteinhändler gehen, eine Million am Tisch legen und sagen, gib mir irgendwas. Und das ist nicht sein ganzes Geld an Bitcoin. Mhm. Er kann dort in Bitcoin zahlen, der ist so gescheit und sagt, ja, ich nehme auch Bitcoin. Mhm. Er shiftet die Ecke um in was anderes. Ja, das waren halt die wenigen Glücklichen, die gleich am Anfang versucht haben. Ne? Also jetzt aufspringen auf den Zug, wenn der Bitcoin zwischen 30.000 und 60.000 hin und her pendelt, mit der Hoffnung, dass er noch weiter steigt, ist ein Risiko. Das ist schwierig. Damals war das Risiko alles oder nichts. Mhm. Es war eigentlich größer. Mhm. Nur ich habe damals nichts investiert, weil wenn ich damals einen Tausender investiert habe, bin ich halt fein heraus. Ja, Herr Jelig, wir könnten noch lange über Geldanlage sprechen, über alles, was mit was ich habe rund gesagt, ums stundenlang. Geld geht. Ich habe gesagt, stundenlang. Sie sind ein erfahrener Vermögensberater, ob das jetzt Gold ist, Aktien, Anleihen, was auch immer. Wir werden auch gerne, wenn wir Anfragen an unserem Sender haben, die an Sie weiterleiten, wenn Leute sich interessieren. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herr Jelek. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und sind Sie wieder dabei bei Nette Leid.